Do you wanna have a hot celluloid experience? Monday Movie Talk, jeden zweiten Montag ab 15 Uhr. Wir durchforsten den Dschungel der Berliner Events und gehen für euch zu Tanz, Theater und Film. Stay tuned. Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Rockradio. Hallo und herzlich willkommen zur allmonatlichen Liederbestenliste hier im Rockradio und auf Alex Berlin, sagt Petra Schwarz, Mitglied der Jury der Liederbestenliste. Ja, heute an diesem letzten Freitag im Dezember 2022 schauen wir, wie an jedem letzten Freitag im Monat, nach vorn, heute also auf das Jahr 2023 und natürlich den Januar. Der Ordnung halber sei wie immer erwähnt, der Sendeverantwortliche ist Klaus Schnabel-Köpplin und auch gleich zu Beginn schon einmal der Hinweis, die Wertungen der Liederbestenliste dann also auch schon für Januar 23 findet ihr auf unserer Website liederbestenliste.de. Dort könnt ihr sehen, dass es im Dezember 4 Songs auf Anhieb neu in die Top 20 geschafft haben. Nein, nicht im Dezember, sondern im Januar. 2 Songs von hinteren Plätzen in die Top 20 eingestiegen oder wieder eingestiegen sind. Aber es gibt auch einige Bewegungen innerhalb der Top 20, die sich in der kommenden knappen Stunde widerspiegeln wird. Außerdem habe ich wie immer die persönlichen Empfehlungen, Lied und Album für euch und ein Interview mit der Heuschrecke-Jury-Preisträgerin Maria Schüritz. Ja, und außerdem gibt es etliche Veranstaltungshinweise. Und damit rein in die Januarwertung 2023. Auf 20, 19 und 18 gibt es keine Songs, da Platz 17 punktgleich viermal vergeben wurde. Ja, und von jenseits der 20 kommend und wieder eingestiegen, Hannes Wader mit Noch hier. Die Feinde sind lange schon weit. Und ich bin nach hier, hab nicht mehr viel Zeit. Und ich bin nach hier, hab nicht mehr viel Zeit. Ich suche und sinne, horche in mich. Will wieder mit manchem beisammen sein. Will wieder mit manchem beisammen sein. In der Erinnerung kommen sie vor. Stimme noch alle im Ohr. Ich hab ihre Stimme noch alle im Ohr. Ich seh die Gesichter noch alle vor mir. Einen ließ lang schon ich weit hinter mir. Manch einen ließ lang schon ich weit hinter mir. Und andere sind mir schon lange voraus, als Obdachlose zu Haus, als Obdachlose oder zu Haus. Ja, soweit Hannes Wader mit Noch hier von seinem Album, was ich noch singen wollte. Wieder eingestiegen in die Wertung der Liederbestenliste im Januar auf 17. Und auch wieder eingestiegen Miss Ellie mit diesem Song. Ich hab's versucht. Es hat nicht geklappt. Ich hab mich verbogen.
hat nichts gebracht. Ach, wär ich doch nur ein bisschen mehr wie die anderen. Erst will ich fliegen und dann will ich enden. Ach, wär ich doch nur ein bisschen mehr wie die anderen. Mit mir geht's immer richtig rauf und dann wieder richtig runter. Ich hab alles versucht, normal zu sein. Ich hab versucht zu bleiben, meine Stimmung zu halten, um's mir zu beweisen. Doch ich muss immer wieder fallen. Miss Ellie, neu eingestiegen auf 17 im Januar 2023. Dort auf 17 auch Sterzinger mit Leise im Kreise von 15 kommend, das haben wir in der letzten Sendung gehört. Und auch neu eingestiegen und zwar gleich in die Top 20 auf 17, Cynthia Nikshas and Friends. Morgens um drei, ach was soll's, fühl mich wie Brei, aber aus Holz. Ich will schreien und kann nur schreiben und irgendwie fehlen mir gerade echt ein paar Seiten. Mich zerreißt, ich fühle mich wie ausradiert, ich bin weiß und überall die Falten hier. Kein Scheiß, ich zerknüll mich gleich und werf mich nieder, doch das Leben ist kein Blatt Papier. Was ist los mit euch? Ich bin mittlerweile völlig durchgeweiht. Wie eine Tageszeitung, die lang draußen lag. War doch klar, passend zum Tag. Platt, weil ich viel zu lange wach war. Und jetzt nass, weil ich noch den letzten Bus verpasst hab. Echt wahr, bin ich gerade ungerne hier. Doch das Leben ist halt kein Blatt Papier. Ach, wär das alles einfach hier.
Morgen, du siehst aus wie, naja, das wollte ich dir eigentlich gar nicht sagen, aber ich glaub, da haben wir was gemeinsam. Heute ist auch irgendwie einfach ein Kacktag. Überall ungesagte Gedanken oder ganz in Metapher verpasst. Alle unsicher hier, alle warten, doch das Leben ist halt kein Blatt Papier. Als wäre das alles einfach, ja, oh nein. Wir könnten glatt bügeln und die Risse pflegen oder einfach übermalen, was gerade geschehen ist. Über Fehler halt muss ich drüber legen. Und wenn's nicht klappt, versuchen das Blatt umzudrehen. Komm, ich geb dir einen Stift und du schreibst es schön. Und wir können der Tinte beim Trocknen zusehen. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter hier und tun halt so, als wär's doch Papier, als wär's doch Papier. Das Leben ist ein Blatt Papier, oh, na, na, oh. Das Leben ist ein Blatt Papier. Blattpapier von Cynthia Nikschas and Friends, die wir später übrigens mit einem anderen Song nochmal hören werden, womit wir die vier Platzierten auf 17 in Anführungszeichen abgearbeitet hätten. Platz 16 gibt es nicht im Januar, weil 15 doppelt besetzt ist. Zum einen mit Molden, Strauß, Pixner und Petrova und dem Song Ringel, Ringel, Reiher. Und neu in der Wertung und persönlich empfohlen von meinem Jurykollegen Freddy Hallauer aus Bern in der Schweiz, Fräulein Luise mit dem Song Eusi Stadt. Und er schreibt zur Begründung: Fräulein Luise ist eine junge Band. Die zwei Frauen und zwei Männer sind um die 20, teils darunter. Wieso das erwähnenswert ist? Nun, wer den Text von diesem Lied hört, glaubt kaum an das fast jugendliche Alter der Band oder man erschrickt ob dieser Reife. Schon der Refrain, mal ins Deutsche übersetzt, Achtung nachher beim Song die Ohren gespitzt, süchtig wegen der Einsamkeit und einsam wegen der Sucht. Es ist ein verdammter Teufelskreis, wo du niemals mehr hinauskommst. Ich glaube, Sucht kann nicht treffender beschrieben werden. In dem Lied wird von einer Stadt erzählt. Es ist klar, dass es Zürich ist, könnte aber manche andere Stadt in Westeuropa sein, in der Straßenmusik lizenzpflichtig ist, in Bern auch. Status mehr Wert hat als Glück. Euphorie ein Fremdwort ist und jeder sein Leiden unterdrückt. In so einer Stadt hat eine Süchtige in einer öffentlichen WC-Anlage bei den Frauen diesen Refrainsatz an die Wand geschrieben und hofft, dass es jemand liest, wie es in dem Lied heißt. Es werden weitere negative Punkte dieser Stadt, die über dem Strich lebt und alles darunter fallen lässt, aufgezählt. Ja, und dann findet das Lied natürlich auch einen Schluss. Die Dichterin liest den Satz in der WC-Anlage, versucht die Süchtige zu verstehen, fühlt sich kurz schuldig und verlässt dann die Räumlichkeiten. Die Musik zu diesem unter die Haut gehenden Text ist lockerer Liedermacher-Pop oder Indie-Pop. Im Vordergrund ist die Sängerin, die mit Harmoniegesang von ihren Kolleginnen unterstützt wird. Ein starkes, gut getextetes und komponiertes Lied. Und so klingt das Ganze. Süchtig weg der Einsamkeit und einsam weg der Sucht. Es ist ein verdammter Teufelskreis, wo du nie mehr rauskommst. Süchtig weg der Einsamkeit und einsam weg der Sucht. Und du hoffst, dass eben die List, die dich versteht. In dieser Stadt, wo Strassenmusik lizenzpflichtig ist. In dieser Stadt, wo Status mehr Wert hat als Glück. In dieser Stadt, wo Euphorie ein Fremdwort ist. In dieser Stadt, wo jeder sein Leiden unterdrückt. In dieser Stadt, wo nur der Strich lebt. Und Hipster in Industriequartier müssen gehen. In der Stadt, wo über dem Strich lebt. Und alle drunter gehen lassen. In der Stadt, wo nur der Strich lebt. Auf irgendeiner WC-Anlage schreibst du auf, was dich verzweifeln lässt. Und hoffst, dass irgendjemand versteht.
süchtig weg der Einsamkeit und einsam weg der Sucht. Es ein verdammter Teufelskreis, wo nie mehr rauskommt. Süchtig weg der Einsamkeit und einsam weg der Sucht. Und du hoffst, dass jemand liest, wo dich versteht. Stadt, wo alles seinen Platz hat und wo ich wohlbehütet auf bin gekommen. In der Stadt, wo kein Problem hat oder mindestens weiss ich nichts davon. In der Stadt, wo alles seinen Platz hat auf irgendeiner WC-Arabe. Lies ich, was du geschrieben hast und versuchst zu verstehen. Süchtig weg der Einsamkeit und einsam weg der Sucht. Ein Segen verdammter Teufelskreis, wo du nie mehr rauskommst. Süchtig weg der Einsamkeit und einsam weg der Sucht. Und ich hoffe, dir geht's gut, für mich und schuldig, bevor ich wieder gehe. Einsam weg der Sucht. Ein verdammter Teufelskreis, wo du nie mehr rauskommst. Süchtig weg der Einsamkeit und einsam weg der Sucht. Und ich hoffe, dir geht's gut, für mich und schuldig, bevor ich wieder gang. Die persönliche Empfehlung Lied für den Januar 2023 von meinem Jurykollegen Freddy Hallauer aus Bern in der Schweiz. Und der Song ist auch schon platziert auf 15 im Januar. Ja, und wenn wir einmal bei den persönlichen Empfehlungen sind, kommt hier die persönliche Empfehlung Album. Dieses Mal bin ich dran und empfehle die CD Der Lack ist ab von Maria Schüritz. Maria kommt aus Sachsen. Sie ist, Zitat, eingeborene Leipzigerin und umtriebiges Urgestein der Liedermacherinnen-Szene. Sie gehört zum aktiven Kernteam des 2017 gegründeten Leipziger Liederszene e.V., wo Altfolkloristen, Zitat, neben Nachwuchsliedermacherinnen und Weltmusikensembles stehen. Zitat Ende. Ja, und da Maria Schüritz in diesem Jahr am 26. November beim Liederfestival Die Heuschrecke der Jury den Preis abgeräumt hat, habe ich mit ihr gesprochen. Wir hören gleich etwas von der CD, zuvor aber unser Gespräch. Ich sitze mit Maria Schüritz in der Garderobe hinter der Bühne der 25. Heuschrecke des Wettbewerbsabends. Ende November 2022. Liebe Maria, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Jury Heuschrecke ist an dich gegangen. Das heißt, du hast den ersten Platz gemacht. Hast du das in irgendeiner Weise erwartet? Nee, ich finde Wettbewerbe ganz schwierig und habe diesmal wirklich versucht, mich darauf zu fokussieren, dass ich einen schönen Abend habe, dass ich im interessierten Publikum schöne Lieder vorspiele und mich vor allem über die Kollegen freue, die da sind. Und so war das auch und deswegen war ich dann ein bisschen überfordert. Ja. Du warst ja 2019 schon mal hier. Genau. Damals hat es noch nicht geklappt mit so einem ganz vorderen Platz. Genau. Heute kann ich, die ich in der Jury war, sagen, das war ziemlich eindeutig das Ergebnis.
dass du den ersten Platz belegen würdest. Das hat uns einfach wahnsinnig überzeugt. Du warst super professionell. Du hast mit der Loop Station gearbeitet, wo du ja vorher gar nicht ganz sicher warst, ob du damit arbeiten würdest. Genau. Ja, weil ja die Frage war, finden die anderen Teilnehmer das doof, wenn man sich selber verdoppelt und verdreifacht und vervierfacht. Aber die anderen sind ja im Trio aufgetreten und ich eben alleine mit der Loop Station. Und, da hast du dich entschieden, ich mache das. Ich mache das, weil ich großen Spaß daran habe, Soul-Chöre zu singen und weil es halt komplett ohne Effekte einfach nur geloopt ist. Mhm. Ja. Ja. Hast du auch sehr professionell wirklich gemacht, also alleine wie du angefangen hast, diese, war das Get-Gesang oder wie nennt man das, was du da als erstes aufgenommen hast? Als allererstes, das war so ein Beatbox-Verschnitt. Ah, so ein Beatbox-Verschnitt, okay. Vocal Percussion nenne ich das gerne. Vocal Percussion. Und du machst das ja auch insofern professionell, als dass du sogar ein ganzes Festival mit Loop Stations organisierst. Genau, seit 2011. Im Moment pausiert es so ein bisschen, weil es sehr viel Aufwand ist, aber genau, es gibt diese Vielfalt der endlos schleifenbasierten Kunst ist halt so spannend, weil es einfach nur ein Aufnahmegerät ist. Und damit kann man jede Kunstrichtung damit machen und oder jede Musikrichtung. Ja. Ja. Und abgesehen davon, dass du eben wahnsinnig vielfältig bist, machst Kulturarbeit, machst hier ein Festival, bist dort Dozentin, hilfst an anderen Stellen Menschen, bist in der Szene engagiert, immer wieder kriege ich von dir Informationen, was gerade wieder alles läuft in und um Leipzig herum. Genau. Aber natürlich machst du deine Songs, machst du deine Lieder und da ist jetzt gerade ganz frisch erschienen, der Lack ist ab. Warum heißt denn das um Gottes Willen so? Also ich bin jetzt Ende 30. Ich weiß, da lachen alle drüber, die ein bisschen älter sind. Aber das ist so ein Moment, in dem die ganzen Märchen von der perfekten Beziehung, von der perfekten Arbeit, die einen glücklich macht, von all diesen Dingen, die Märchen hat man alle mal durch, weil es so ist nicht so. Liebe ist nicht perfekt, Arbeit macht nicht glücklich, Geld macht nicht glücklich. Und das ist so der Moment, wo man unter den Lack guckt. Das ist das eine und das andere ist aber auch, es gibt ein Lied über die Urlaubsparadiese, wenn man mal dahinter guckt, da kommen die Menschen an, die flüchten. Der Lack ist ab davon. Oder der vom Weihnachtsmarkt, wenn man genauer hinguckt. Und das ist so für mich das Thema. Es ist ja höchst erstaunlich, dass du dieses Thema jetzt schon hast, in deinem Alter. Ich meine es auch positiv. Ich meine das im Sinne von, eben die Märchen sind weg und das ist die Welt wirklich. Und die Welt ist schön, wie sie ist. Und wir können total zufrieden sein mit dem, was wir haben, aber eben nicht mit den Märchen, die uns erzählt wurden. Ah, genau. Und mit der aktuellen Situation können wir aber so richtig zufrieden auch nicht sein, nee, natürlich oder? Nicht, natürlich nicht. Aber es gibt im Alltag ganz viel, mit dem wir zufrieden sein können. Zum Beispiel? Mit den Menschen, die um uns drumherum sind, zum Beispiel. Also man kann natürlich auf alles gucken und rummeckern oder man kann sich freuen, dass man so tolle Menschen um sich hat. Oder wir können auch froh sein, dass wir eben nicht im Krieg leben. Wir haben es gut hier. Genau. Wie geht's jetzt weiter, Maria? Das Album ist draußen und das nächste ist eine Theatermusik, meine erste Theatermusik. Am 9. März ist Premiere und davon träume ich schon seit 10 Jahren, habe ein Stipendium bekommen. Und wofür wird die sein und wo wird sie zu hören und zu erleben sein? Also mein Freund schreibt gerade ein Theaterstück, eine befreundete Schauspielerin inszeniert es, ihre erste Regiearbeit und ich mache eben die Musik dazu mit einem anderen Musiker zusammen. In den Kammerspielen in Leipzig und mit Upcyclophon, mit selbstgebauten Instrumenten. Mit Upcyclophon? Was bitte ist ein Upcyclophon? Also ich baue schon ganz lange Instrumente selbst, so kleine Kalimbas aus Kaffeestäbchen oder so Zeug und habe jetzt beschlossen, damit Musik zu machen und es klingt halt irgendwie noch ein bisschen cooler, wenn man sie Upcyclophone nennt und nicht selbstgebaute Instrumente. Cool. Dann sind wir sehr gespannt, wenn wir das hören können. Jetzt hören wir erstmal was Aktuelles von deiner CD, Der Lack ist ab. Welchen Song präferierst du? Hinterm Horizont noch ein Berg. Den haben wir ja heute Abend auch gehört. Ja. Ein sehr, sehr schöner Song und dann freue ich mich sehr drauf und sage nochmal herzlichen Glückwunsch zur Heuschrecke, die in diesem Jahr grün ist. Vielen Dank. Ja, wunderbar grün. Lauen Sommernacht, lauscht eine Akustikband von irgendwo ganz weit her, sieht Gelächter in Kneipen durch beklebtes Fensterglas, atmet die Nachtluft, trinkt ihre Limonade leer, sehnt sich nach mehr. Beim Streaming läuft nur alter
Kram. Sie schaltet das Radio ein, voller Katastrophen-News. Setzt sich dann doch nochmal hin, lässt den Laptop hochfahren. Notiert ihre Punkte fürs nächste Jobinterview. Sie sehnt sich nach mehr. Ist Leben wirklich so leer? Vielleicht kommt in der Horizont noch ein Berg. Ist es eigentlich noch mehr? Vielleicht Freunde treffen im Nirgendwo. Vielleicht mal aufforsten im Wald. Vielleicht ein selbstgebautes Hippiehaus. Oder Geschichten erzählen am Gleis. Oder helfen, wo Menschen ankommen wollen. Oder aufmachen, dass der Krieg zerstört. Oder diskutieren, wo was nicht stimmt. Oder kranke Therapie. Sehnt sich nach mehr. Ist Leben wirklich so leer? Vielleicht kommt in am Horizont noch ein Berg. Mit dem, was sie wirklich braucht. Überlässt den Schrebergarten, der die so gerne darin bleibt. Und trinkt einen Tee mit dem Freund, der immer noch zu viel raucht. Sagt, will mal sehen, wohin das Reisen mich treibt. Sehnt sich nach mehr. Ist eben wirklich so leer. Horizont auf dem Berg. Ist da nicht noch mehr? Und Maria Schüritz, die Jurypreisträgerin der Heuschrecke 2022. Mit diesem Song ist sie im Januar auch schon platziert, allerdings noch jenseits der 20. Na, schauen wir mal, wie das weitergeht. Übrigens, meine Begründung für die persönliche Empfehlung Album, also für alle Songs von der Luck ist ab, zu lesen auf liederbestenliste.de. Und dann natürlich noch die Info. Heute hat Maria, die, ja, wie ich schon sagte, sehr aktiv ist in der Leipziger Liederszene, die jährliche YouTube-Spotify-Playlist mit aktuellen Veröffentlichungen aus der Leipziger Liederszene freigeschaltet. Leipziger Liedervielfalt, so heißt das Ganze, so findet man's. Song aus Leipzig 2022. Ja, und wenn wir noch einen kleinen Moment bei der Heuschrecke bleiben, dann hören wir jetzt die Zweitplatzierte, sowohl in der Jurywertung als auch in der Publikumswertung. Und das ist Crazy aus Köln. Bonjour, die Party ist aus, schau mal raus, da steht Krieg vor der Tür. Der war doch eben noch weit weg und hier war auch nie wer dafür. Doch jetzt gibt's Krieg gegen den Krieg, gegen Gewalt und Gier. Und wenn du nicht hingehst, kommt der Krieg zu dir. Krieg am Tisch, im Flur, auf der Couch, Krieg im Bett. Krieg im Paradies, Krieg im Kiez, Krieg im Internet. Wo zuerst die Wahrheit stirbt und die Hoffnung zuletzt. Im Krieg zwischen gestern und morgen, später und jetzt. Komm doch, ist schön hier. Ja, es ist Krieg zwischen richtig und falsch, zwischen böse und lieb. Krieg um Profit, um Meinung, um Macht, ums Prinzip. Im Krieg
wird mit Pathos gelogen und niemand wird dabei rot. Im Krieg gibt es Helden und auffallend viele sind tot. Im Krieg ist es laut und du schreist, damit man dich hört. Im Krieg wird dein Frieden mit System zerstört. Im Krieg bist du nie allein. Im Krieg sind dir Fremde nah. Und der richtige Feind ist meistens gar nicht da. Kommt doch, ist schön hier. Und der Krieg geht weiter, denn die Macht macht mich halt. Im Krieg um Mittel und Wege, um Kohle und Wald. Krieg mit Händen und Füßen gegen schweres Gerät. Krieg der guten und schlechten Ideen um Realität. Von der CD Seifenblasenmaschine, übrigens produziert von Danny Juck, war das Crazy aus Köln, mit der ich am Morgen nach dem Wettbewerb der Heuschrecke in Hoyerswerda, also am 27. November, einen Podcast aufgezeichnet habe. Schwarz hören heißt mein Podcast, Gespräch über Leben und Tod und dann eben mit Crazy, übrigens überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ja, nun wieder rein in die Top 20 der Liederbestenliste im Januar 2023 auf 14 Dominik Planger mit Das Dorf, das haben wir in der letzten Sendung gehört. Die Plätze 13 und 12 sind nicht besetzt, da es 11 gleich dreimal gibt und von 20 noch einmal nach oben geklettert und deswegen hören wir noch mal kurz rein. Sasa. In einem Netz die Spinne jagt, es ist ein Biest, das Daten mag. Es speichert Zeit, Vergangenheit, komm ins Jetzt und bleib. Ich bin für den Morgen, an dem ich schlaf, für den Abend, da tönt mich dich auf. Ich bin für einen heißen Kuss, der weiteres vorbereiten muss. Ich bin für das Leben. Uso macht mich dicht. Ich bin für Moslems, denn die trinken nicht. Ich bin für dich, weil du so bist wie ich. Ich bin für Liebe und saure Energie. Ich bin für Frieden, ich liebe das Genie. Oh ja, 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 ja. Und ich bin eins und auf keinen Fall. Ich bin gegen das Gegenteil. Ich bin für das Leben. Nichts kann's nicht geben. Für die Gegenwart, weil ich das Leben mag. Soweit Sasa aus Kremmen im Land Brandenburg auf 11 im Januar 2023. Dort auch Helmut Debus mit Angst leckt die Slaupen vom gleichnamigen Album, das mein Jurykollege Michael Lages ja für Dezember persönlich empfohlen hatte. Ja, und der dritte im Bunde auf diesem Platz 11, Felix Mayer und Projektil mit Piros Feldzug. Den Song haben wir auch Ende November in der letzten Sendung gehört. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Rockradio.
Ihr hört wie an jedem letzten Freitag im Monat die Liederbestenliste auf Alex Berlin über UKW 91,0 und rockradio.de. Ja, und am kommenden Montag dann mittags um 12 auf rockradio.de die Wiederholung am Mikrofon Petra Schwarz. Womit wir in den Top 10 angekommen sind und einen weiteren Neueinstieg hören, und zwar Sina, Achtung, Schwitzerdütsch. Der Freddy steht so brüsch auf der Piste und lügt über ins Tal. Wir scheinen hält der Bernhard Russi, wann er verfolgt auf Instagram. Er wirft den letzten Blick auf die Notizen. Jetzt schlägt's Freddys grosse Stunde. Mit Schäufel und Sack geht er in jede Kurve und kratzt die Zeit weg, wo liegen bleibt. Dann sammelt er sie all die hundertstel Sekunden, nimmt sie heim in den Schatten von seinem Haus. Er ist ein Zeitsammler, er ist ein Zeitsammler, er ist ein Zeitsammler. Der Freddy ist Weltmeister im Wort, im Wort, bis der Winter geht. Dann liest er all die Bruchteil von Sekunden in eine Wanne, wo sie schmelzt und an der Sonne. Dann leid er sich drin in all die Zeit, wo andere auf dem Weg verloren haben. Mit Schäufel und Sack geht er in jede Kurve und kratzt die Zeit weg, wo liegen bleibt. All die hundertstel Sekunden nimmt sie heim in den Schatten von seinem Haus. Er ist ein Zeitsammler, er ist ein Zeitsammler, er ist ein Ja, und auch da gehen wir aus Zeitgründen jetzt mal raus. Mal sehen, wie es weitergeht mit Sina. Ich gehe davon aus, dass es um einen Zeitsammler geht. Verstehen tue ich das allerdings wirklich nicht. Das Ganze auf 10 in der Liederbestenliste im Januar. Auf 9 gibt es keinen Song, da die Nummer 8 doppelt besetzt ist. Und zwar gleich noch ein Neueinstieg, konkret eine Neueinsteigerin. Schon angekündigt, so locker, Cynthia Nikschas und Franz mit Nicht auf die Hören. Ich mach jetzt kein langes Intro, ich leg einfach los. Ich hab da Sachen im Kopf, Leute, was machen wir los? Wir lassen uns so verkohlen, Freihandelsabkommen, Schluss an Bordleinen. Und schreien, wenn wir beschissen werden. Demonstrieren und streiten, wenn sie uns was verwehren. Kindern Liebe zeigen und nicht, wie wir uns zerstören. Friedlich sein und trotzdem nicht auf die da oben hören. Nicht auf die hören. Nicht auf die hören. Nicht auf die hören. Ja, 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 nicht auf die hören. Wir werden schon von Lobbys zum Konzern. Interessiert's keinen, wer will schon seine Macht verlieren. Wir sind für die nicht viel mehr wert als ein armes Pelztier.
demonstrieren und streiten, wenn sie uns was verwehren. Kindern Liebe zeigen und nicht, wie wir uns zerstören. Friedlich sein und trotzdem nicht auf die da oben hören. Fleisch wird noch das sein, was hier in Chlorwasser steckt, bevor wir abhängigen Menschen die Scheiße dann fressen, weil es nichts anderes mehr gibt und wir ansonsten verrecken. Neu eingestiegen auf 8 in die Liederbestenliste im Januar 2023, Cynthia Nikschas and Friends. Übrigens, dieser Song ist, wie der vorhin gehörte, auch von ihrer nagelneuen CD, ist halt so. Sehr zu empfehlen, kann ich nicht anders sagen. Cynthia Nikschas and Friends auf 8. Und dort auch, wie im Dezember auch schon und im November auch schon, Christian Haase mit Gute Fee. Ich hab viel zu viel gesehen, um mich wieder wegzudrehen. Hab diskutiert fast 100 Nächte, hab versucht dich zu verstehen. Ich sprach mit Ärzten, Priestern, Vätern, mit Opfern und mit Tätern, mit Bettlern, Kindern, Frauen, die dir alle nicht mehr trauen. Ich hab versucht neutral zu sein und stimmte nicht ins Jammern ein und hab dein Gold im Schlamm gesucht und wurde stets dafür verflucht. Ich hab im Kopf die großen Meister, die mich alle torpedieren und klebe fest an deinem Kleister, dem Versuch zu reparieren. Leck mich am Arsch, du gute Fee, dein Zauber kommt zu spät, weil sich heute nichts mehr dreht. Ach, geh zurück zu Peter Pan. Leck mich am Arsch und schwirre ab, nimm deinen Goldstaub, Zauberstaub und tritt nie wieder an mich ran, weil ich's wohl ohne dich besser kann. Ich hab meinen Vater nicht erkannt, als ich fragte, wie's ihm geht. Es ist kalt in diesem Land und weil hier jeder jedem rät. Mit den leeren Abendkassen den letzten Abend zu verprassen, damit's doch noch gerecht zugeht in dieser neuen Realität. Leck mich am Arsch, du gute Fee, dein Zauber kommt zu spät, weil sich heute nichts mehr dreht. Ach, geh zurück zu Peter Pan. Leck mich am Arsch und schwirre ab, nimm dein Goldstaub, Zauberstab und tritt nie wieder an mich ran, weil ich's wohl ohne dich besser. Gute Fee von Christian Haase auf 8 im Januar sowie im Dezember und November auch. Und übrigens morgen am 31.12. veröffentliche ich mit ihm auch einen Podcast Schwarz hören. Da reden wir unter anderem über selbstbestimmte Sterben. Das Ganze überall, wo es Podcasts gibt. So, auf 7 in der Liederbestenliste neu eingestiegen, auf 14 im Dezember waren die vorher, also jetzt ganz nah dran mit Netflix in der letzten Sendung gehört. Auf 6 kein Song, da 5 doppelt besetzt ist, zum einen mit Manfred Maurenbrecher und seinem Song Frieden im Krieg, von 3 kommend, und Felix Mayer mit dem Titelsong seiner aktuellen CD Später noch immer. Ich reise mit sehr, sehr leichtem Gepäck, die
Taschen sind leer und die Koffer sind weg. Den Kopf voll von Scherben, ein bisschen Schmerzen tut auch. Keiner denkt ans Sterben mit Schmetterlingsflügeln im Bauch. Nichts kommen sehen und uns trotzdem erkannt und ganz und gar ehrfurchtsvoll Deppen genannt. Nichts gesucht, nur gefunden, dafür nächtelang ungläubig gedreht und gewunden. Ich weiß, wie schlecht die Welt da draußen mit dir schon ist. Ohne dich wäre sie sicher noch schlimm. Gute Freunde bleiben können wir später noch immer. Wir haben nächtelang probiert, diese Welt umzudrehen, uns in die Augen geschaut und beim Scheitern zugesehen. Du hast gegrinst, nach dem Telefon gegriffen und dann gesagt, spiel bitte Talking about the Revolution. Alles legt sich und liegt doch nicht in der Menschengunst. Alles dreht sich doch zum Glück nicht alles um uns. Ich weiß, wie schlecht die Welt da draußen mit dir schon ist. Ohne dich wäre sie sicher noch schlimmer. Gute Freunde bleiben können wir später noch immer. Mann, die Zeit rennt heute derartig. Später noch immer mit Felix Mayer, der Titelsong seiner aktuellen CD auf 5, übrigens vom Album des Monats Dezember. Auf 4 kein Song, da auch 3 doppelt besetzt ist. Miss Ellie mit diesem Song. Ich hab in meinem Traum die CDU gebissen, so fest, dass mir das Blut am Kinn herunterlief. Hab dabei ein Stückchen Fleisch herausgerissen. Irgendwas läuft in meinem Kopf gewaltig schief. Doch man wird ja wohl noch träumen dürfen. Und Träume kennen bekanntlich kein Tabu. Wohin mit den Gedanken, wenn nicht in einen Traum? Ich hab das Ei geträumt und was träumst du? Ich war im Traum ein pinker Hund auf einem Feld. Hab den Verfassungsschutz von links nach rechts gejagt. Hab dort Minister ohne Rückgrat angebellt, denn die haben fröhlich ihre Leichen dort verscharrt. Und mit den Leichen wartete ich in den Keller. Wir holten dort einen Kasten Bier und sehr viel Wein. Wir tanzten Polonaise in den Deutschen Bundestag und drehten uns gemeinsam einen rein. Alles mega weird. Denn plötzlich lief der Papst in Sportleggings vorbei. Der Kanzler trank aus einem Riesentrichter Bier. Und die Minister waren oberkörperfrei. Olli Schulz hat sich zum Kanzler aufgestellt. Ich hab mit Böhmermann im Parlament getanzt. Wir haben den Papst im Raum eine Tüte voll mit Scheiße hingestellt und uns mit Kebekus im Panic Room verschanzt. Alles nur ohne man eigentlich in eine Partei reinbeißen. Alles nur geträumt. Und wieso können meine Träume nicht auch manchmal einfach wahr sein? Böhmi wär 10 Jahre jünger und er hätte mit mir getanzt. Und Olli Schulz hätte das Kanzleramt. Man wird ja wohl träumen dürfen und träumen.
was Reika träumt und was träumst du? Das nehmen wir in voller Schönheit mit. Miss Ali mit Alles nur geträumt, neu in der Wertung der Liederbestenliste im Dezember. Nun zum zweiten Mal platziert und von 5 auf 3 geklettert. So, 2 Veranstaltungshinweise habe ich. Zum einen fürs Schlossparktheater hier in Berlin. Ihr wisst schon, Dieter Hallervorden ist da der Chef. Es gibt am 7. Januar, also am kommenden Samstag, die Premiere mit einem Klassiker des amerikanischen Dramas Eines langen Tages Reise in die Nacht von Eugene O'Neill. Das Ganze hochkarätig besetzt. Premiere am 7. Januar, 20 Uhr. Und dann gibt es natürlich weitere Vorstellungen. Und ich möchte euch schon hinweisen auf einen Termin im Februar, am 22. Februar gibt es den 19. politischen Aschermittwoch. Arnulf Rating lädt traditionell ein, diesmal in den Konzertsaal der Universität der Künste hier in Berlin. Und es sind so illustre Namen dabei wie Alphonse, Chinmaya, Florian Schröder, Simone Solger und Martin Sonneborn neben dem Meister Arnulf Rating selber, mit dem es übrigens auch einen Podcast Schwarz hören gibt. Aber das nur am Rande. So, und jetzt möchte ich einen Song spielen, der noch nicht platziert ist in der Liederbestenliste, aber auch von einer traumhaften CD. Tim Köhler, der war vor ein paar Jahren auch Preisträger der Heuschrecke in Hoyerswerda. Diese eine Tür war damals der Hit und jetzt hat er eine neue CD rausgebracht. Wir doch irgendwie auch. Und darauf ist auch unter anderem dieser Song, der mir ähnlich gut gefällt. Auf der ganzen Linie mit den Waffen des Verstands. Stabilität beruhigt die Lage und alles in der Hand. Ich habe mich endlich wieder eingefangen. Alles ruht in sich, bleibt nur die eine Frage: Wer will das eigentlich? Es riecht nach Sieg auf der ganzen Linie. Es wurde kampflos das Feld geräumt. Wenn es Zeichen gab für Gegenwehr, dann hab ich sie wohl versäumt. Das Rumoren war zu lange auf sich allein gestellt und die Vernunft trat in Aktion. Jetzt hab ich endlich wieder Gleichgewicht. Aber schade ist es schon, es riecht nach Sieg auf der ganzen Linie. Mit Recht und guten Gründen, die Revolte suchte Bedeutung und konnte keinen Rückhalt finden. Sicher ist auch alles besser so, doch irgendwie fühle ich mich leer. Es mag ja ein Triumph sein, doch das Jubeln fällt mir schwer. Es riecht nach Sieg auf der ganzen Linie. Meinen Frieden gemacht. Die Grenzen sind gezogen. Und
werden strengstens überwacht. Falls dir dein Land nicht ausreicht und ich wünschte, es würde so sein, komm herunter von den Rängen, zusammen kriegen wir mich klein. Falls dir dein Land nicht ausreicht und ich wünschte, es würde so sein, tritt heraus aus deiner Deckung, zusammen kriegen wir mich klein. Tim Köhler aus Franken von seiner CD Wir doch irgendwie auch. Sehr schöne CD, sehr zu empfehlen. So, nur noch die Plätze 2 und 1 in der Liederbestenliste im Januar. Auf 2 Max Prosa mit Wann könnt ihr endlich friedlich sein? Und an der Spitze, wie bereits im November und Dezember auch, Dominik Planger. Wir hören ihn gleich noch ein Stück. Ich, Petra Schwarz, wünsche ein gutes, ein besseres 2023. Wir hören uns am letzten Freitag im Januar, also am 27. wieder. Kommt gut rein ins neue Jahr. Wir haben ein Problem in unserem System, die Maschine läuft nicht mehr rund. Es kracht im Getriebe, ihr seht was kaputt, keine Panik, wir finden den Grund. Es ist nicht mehr schön nach draußen zu gehen und die Luft ist dick und sie riecht nach Kerosin, wenn die Flugzeuge ziehen und ein neuer Morgen anbricht. Nach Kerosin, wenn die Flugzeuge ziehen und ein neuer Morgen anbricht. Wir werden älter, gleichgültiger, kälter. Ich glaube, wir müssen reden mit der Generation unserer Kinder, denn für sie wird schon bald unbequem. Unser Wohlstand wird sie nicht retten, wenn man sie vor die Tatsache stellt, dass es vielleicht schon zu spät ist für die Genesung der Welt. Dass es vielleicht schon zu spät ist für die Genesung der Welt. Wir haben es vertan in all den Jahren, uns um die Zukunft zu kümmern. Machen weiter, bis die Wälder in Asche liegen und die Städte in Trümmern. Doch wer wird diese Verwüstung hinter uns aufräumen müssen? Wir haben die Zukunft durch unser Tun auf dem Gewissen. Wir haben unsere Zukunft durch unser Tun auf dem Gewissen. Ich seh dich lachen, tanzen und spielen, du bist ja noch so klein. Doch meine Ängste und Sorgen werden bald deine sein. Die Erde ist schwer krank und ich frag mich, wird sie überleben? Mit oder ohne uns sich immer noch weiter drehen. Mit oder ohne uns sich immer noch weiter drehen. Ich höre, wie sie aufbegehren gegen dieses kranke System. Da fasse ich wieder neuen Mut. Ja, die Jungen, die werden sich wehren. Die wird man nicht alle kaufen. Ja, mein Kind, ich glaube ganz fest, dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt. Oh, dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt. Dass deine Generation retten wird, was man euch von der Welt übrig lässt.